Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Das Spiel hat meinen Fortschritt nicht gespeichert, also irgendwie von da drüben, von der Treppe bis hierhin hat es nicht gespeichert. Deswegen sorry, falls irgendwie die Munition leicht anders ist oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Falls irgendwas anders ist, nicht wundern, das Spiel hat meinen Fortschritt nicht gespeichert. Aber, na gut. Scheißegal. Lasst uns weitermachen. Holy shit. Wir werden schon richtig nett empfangen. Von den lieben Herren, die sich freundlicherweise alle jetzt ergeben. Mega die Ehrenmänner. Krass. Gut, dass die erkennen, wer für die richtige Seite kämpft. Oh, da ist der Chef. Also machen wir den weg. Und dann ergeben die sich alle. So sieht's nämlich aus. Geil. Ja, aber Granaten und so dürften eigentlich gleich sein. Genauso wie Munition, weil wir haben halt alles auf maximal. Außer jetzt vielleicht die Scar. Obwohl, ja gut, die hatten wir nicht vorher. Also sollte alles gleich sein. Naja, gut. Ist wie gesagt auch egal. Denn es ist ja nicht wirklich spielverändernd. Ich habe keinen Vorteil dadurch oder so. Okay, wir müssen da lang. Wollte nur kurz den Weg noch abchecken. Und, einen Moment, ich stelle kurz hier die Armlehne anders ein. So, alles klar. Müssen wir nach oben oder hier lang? Ach so, hier geht's dann aus dem Club raus. Ah, okay, ja, ja, ja. Alles klar. Dann lasst uns den Guten mal fragen, was hier eigentlich abgeht, was die Scheiße soll. Mein Feind zu entwaffnen, ziele einfach in der Focus Time auf seine Waffe. Ja, wird sich dann ergeben. Fordere ihn auf seine Waffe fallen zu lassen, indem du die Fernbedienung auf- und abschwingst. Standard, glaube ich, oder irgendwie so. In dem Stil. Ah ja, hier ist nix. Kann einfach in den Aufzug gehen. In den Fahrstuhl, wollte ich erst sagen. Hab dann fast Aufstuhl gesagt. Aber gut. Also, andere Seite? Ja, andere Seite. Alles klar. Hier ist niemand mehr. Dann lasst uns direkt ins Büro gehen. So, Alter. Was zum Teufel ist hier los? Scott, bitte. Beruhige dich, Scott. Lass es mich dir erklären. Ja. Dann hau mal raus. Aua. Oh, ja genau, stimmt, wir haben ja eine Weste. Das sollte ziemlich easy werden. Zumindest, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Ah! Scheiße. Okay, let's go. Au. Scheiße. Au. Au. Ah, ich mach die ganze Zeit das Falsche. Aber ich denke, er macht immer einen starken Angriff. Und dann drei leichte, kann das sein? Und jetzt werden starken? Ja, genau so ist es. Ziemlich einfaches Kampfmuster. Und warum kriege ich das denn jetzt nicht hin? Verdammt nochmal. Okay, sehr schön. Okay, wir können sogar nochmal zuschlagen. Und dann müssten wir ihn jetzt eigentlich haben. Nein, noch nicht ganz. Aber jetzt. Okay. Bring mich bitte nicht um. Geil. Bitte nicht. Du bist gut, Scott. Richtig gut, aber es stimmt. Du kannst ihnen nicht das Wasser reichen. Das kann ich nicht. Es ist jetzt zu spät. Tokai ist viel zu mächtig. Ja, wirklich. Und wenn er was will, lässt er sich durch nichts aufhalten. Was kann ich schon?
gegen ihn ausrichten. Ihr habt sogar Komori angeheuert, eine Gruppe wildgewordener Meuchelmörder. Die halten sich für so eine Art New Wave Ninjas. Die sind völlig durchgeknallt. Die haben schon alle alten Bosse kassiert. Ich hatte keine Wahl, verstehst du? Das Einzige, was Tokai hätte aufhalten können, war, dass er so versessen nach diesem Schwert war, dem Katanagiri. Und ich glaube, er weiß jetzt, wo es ist. Er hat die Signatur von diesem pensionierten Gangster, diesem Otori, auf dem Schwert erkannt, das er dir weggenommen hat. Ich habe gehört, dass er ihn angreifen will. Tut mir leid. Bitte leg mich nicht um, Scott. Bitte. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich denke, wenn ich die Wahl gehabt hätte, zwischen meinen Freunden verraten und alles dafür tun, um zu kämpfen, hätte ich wahrscheinlich den Tod gewählt, aber ich denke, komm. Danke, Mann. Es hätte nichts geändert. Sieh mal hinter meinen Schreibtisch. Da müssten ein paar Waffen liegen. Nimm dir, was du brauchst. Kommt vor allem auch auf die Situation an, in der er sich befunden hat. Wenn die ganzen Bosse schon getötet wurden und die einfach hier reinspazieren oder ihn irgendwo abfangen, es ist klar, dass er sich dann mit denen verbündet. Aber sollte es jetzt so sein, dass er kontaktiert wurde, wenn er gefragt wurde, willst du nicht mal hier bei uns mitmachen? Das wäre natürlich sehr unehrenvoll gewesen. Das wäre auch so eine Situation, wo ich gesagt hätte, nee. Entweder du kommst mich holen oder ich mach dich fertig. So wären die in mein Büro reinspaziert, hätten dann so gesagt, yo, du arbeitest jetzt für uns oder wir drücken dir eine Kugel in den Kopf. Hätte ich mich wahrscheinlich auch ergeben, aber hätten sie mich nur kontaktiert, dann nicht. So, damit das mal klar ist, was ich hier jetzt gemeint habe. Und jetzt gibt's einen Fight auf dem Dojo-Gelände? Verhindere, dass den Komoris das Katanagiri in die Hände fällt. Ruhe in Frieden, Kamerade. Moment, er lebt noch. Hey, alles fit oder was? Können wir dir helfen? Komm, wir erlösen ihn mal. Er lebt zwar, also er blinzelt immer noch, aber nee, wir haben ihn gerade, wir haben ihn erlöst, ja. Alter, was? Warum hat das jetzt schon wieder nicht gezählt? Ich meine, ich hab gedrückt, nur es wollte halt schon wieder nicht. Weiß nicht, warum die sich hinter Vasen verstecken. Das macht keinen Sinn. Ultra dämlich. Die sind echt so wie Ninjas angezogen. Das ist cool. Alter. Wie dieses Auto-Aim einfach richtig ausrastet. Auto-Aim ist... Alter. Ey. Von wo kam der denn? Oh shit. Oh shit. Die Bude fängt an zu brennen. Weg mit der Scheiße jetzt. Bock mal auf die Kacke. So, wo müssen wir lang? Hier oben lang? Ich war ja halt noch nie. Ich dachte, wir spazieren jetzt nach hinten durch.
Okay, hier geht's nicht lang. Absolut nicht. Wie es aussieht, haben wir sogar länger Zeit. Obwohl es hier brennt. Also es gibt keinen Timer, denke ich. Ah, Moment. Wir sind daher gekommen und müssen, glaube ich, hier lang, oder? Ja, sieht gut aus. Oder? Moment. Hä? Ja, doch, 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 doch. Alles klar. Psst, ja, was ist los? Die Komoris wird ja, ich versuch's. Weiß. Versuche so viele Schüler wie möglich zu retten. Okay. Alles klar, haben wir den? Ich glaube, einen haben wir gerettet. Der ist hier. Ja, Mann. Geil. Sehr schönes Ding. Wie manchmal das Auto eben mega OP ist. Und dann manchmal einfach so richtig dumm. Alles klar. Habe ich richtig was eingesteckt. Holy shit. Ah, da ist er. Guck mal. Haha, direkt erwischt. Geil. Gerade als er vorgeschaut hat. Hierher? Ja. Nee. Hä? Zum. Was zum Teufel? Woher kommt der denn? Ah, hier müssen wir lang. Okay. Hier liegt noch. Ach so, das ist der. Ja, okay. Den haben wir gerade gekillt. Deswegen liegt da eine Waffe. Okay. Was soll der Scheiß? Ey. Warum konnte ich ihn jetzt nicht entwaffnen? Warum konnte ich ihn nicht entwaffnen? Was soll der Scheiß? Der Typ stand nicht im Weg. Der Scheißschüler. Was soll denn die Kacke? Vielen Dank, Scott-san. Hä? Der hat vorher nicht als gerettet gezählt? Nope. Okay, versuchen wir mal alle Schüler zu retten. Ich glaube, das wird echt schwer. Und mal stand hier nicht vorhin einer? Ah ne, hier stand er. Hallo? Geht doch. Okay. Wer nicht im Bild war. Hallo? Hallo? Ah, okay. Jo, kein Problem. Hä? Da hinten war eine Tür. Wohin kommen wir? Ah, okay. Okay, ich habe eine Idee. Packen mal die MP7 weg und spielen jetzt mit der Scar. Mit der haben wir ja kaum bisher gespielt. Ich habe jetzt die ganze Zeit die MP7 benutzt. Weil wir die halt vorher manchmal hatten, aber halt nie, noch nie wirklich benutzen durften. Aber jetzt ist es auch mal Zeit. Aua! Alter!
Holy shit. Okay, 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 nice. Mach doch, schlag doch bitte zu. Au. Au. Alter. Das ist krank. Das ist richtig krank. Das ist richtig krank. Was soll das? Okay. Au. Okay, nice. Au. Au. Jetzt bewegt er sich nicht mehr. Cool. Jetzt bewegt er sich gar nicht mehr. Wow. Cool. Mann, dieses Spiel manchmal. Aber okay. Ruhe bewahren. Kriegen wir hin. Ich denke, unsere beste Chance ist es, auszuweichen. Au. Hallo. Darf ich mich bewegen? Alter. Ja, fast schon schwerer als der Endboss. Ich weiß zwar nicht mehr, wie schwer der Endboss ist, aber der dürfte ungefähr genauso. Darf ich mich bitte in eine Richtung bewegen? Ich will mich nach rechts bewegen und kann es einfach nicht, weil es irgendeine scheiß unsichtbare Mauer verhindert. Okay. Au. Sehr schön. Nein, es hat nicht gezählt. Warum nicht? Okay. Ich muss echt extrem heftig den Nunchuck schwingen, damit es angenommen wird. Holy shit. Und der gibt nur 200 Respect Points. Ah, alles klar. So, machen wir so. Holy shit. Erstmal recovern. Von dem Scheiß. Okay, wir können aufs Dach, richtig? Wir können aufs Dach. Also hier hoch. Dann machen wir es kurz. Meine Fresse, ey. Mach den jetzt weg. War es einer der Schüler, die wir hätten retten können? Das wäre ziemlich kacke. Hallo? Ja, okay. Ja, das wäre kacke gewesen, wenn ich da jetzt festgestuckt hätte. Okay, let's go. Hallo? Dreh dich um. Holy shit. Ah, guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Runter damit. Sehr, sehr schön. Oh, ja. Okay. 3 von 4. Nice. Nur noch ein. Komm. Speicherpunkt. Haben wir die Karte? Also den Schlüssel? Wir haben den Schlüssel, oder? Nein. Wir haben den Schlüssel noch nicht. Ein anderer. Wo muss ich dann her? Nicht hier rechts? Nein. Ha. Huh. Hier war die Tür. Ja. Wo muss ich denn dann lang für die Schlüsselkarte? Ach so, der... Mann. Ja, okay. Ist gerade eingefallen. Vielleicht könnte der Boss die gehabt haben. Hä?
Rette Kenji, den Wächter des Dojo. Nein! Au! Ja, aber ich glaube, das können wir nicht verkacken, den Wächter zu retten. Ja, okay, der ist echt verdammt easy. Okay. Was zum Teufel? Aua. Lass es sein. Lass es doch sein und lass mich bitte ausweichen. Holy shit. Zack. Ein paar Hits abgegeben. Und das... Okay. So, das war's. Holy shit. Okay. Schnell hinterher. Zack. Was? Hallo? Ey, was... Was soll denn der Scheiß? Ich hab doch... Mann, was soll das? Ich hab doch da drauf geschossen. Was ist das wieder für eine Scheiße? Wie manchmal das Spiel einfach nicht vernünftig funktioniert. Ja, jetzt muss ich diesen beschissenen Kackkampf nochmal machen. Alter, ohne Witz, was soll die Scheiße denn? Ja, komm. Mach den Spacken da weg. Aber jetzt kann ich wenigstens was austesten. Und zwar... Ah, nee, geht nicht. Okay. Ich wollte ihn von hinten direkt entwaffnen. Den Boss. Aber es geht anscheinend nicht. Okay. Sind... Okay. Sind die Angriffe sehr oft starke Angriffe? Mann, warum kann er das denn blocken? Okay, hat doch gar nicht angegriffen gerade. Aber das ist genau das, was ich damit meine. Manchmal funktioniert das Spiel einfach nicht richtig. Manchmal ist es zugunsten von einem, manchmal aber auch zum Nachteil. So, jetzt weg mit der Scheiße direkt. Meine Fresse, Alter. Kenji ist gerettet. Danke, Scott-san. Kein Ding. Ich dachte, wir hätten die vor langer Musst du dafür nur einmal sterben. Otori-sensei ist im Dojo. Folge mir, Scott-san. Ich zeige dir den Weg. Alles klar, direkt hinterher. Und wir machen... Das, ja. Wir machen das Dingen auch heute bis zum Ende. Also wir spielen die ganze Mission durch und nicht nur einen Teil davon. Ich hätte das einfach gerne kompakt, sodass ich das vernünftig abspeichern kann. Ja, okay, es hat schon wieder nicht funktioniert. Sehr schön. So, jetzt weg mit dem Scheiß hier. Okay. Ja, ich bin schon hier oben. Du musst halt nur hinterherkommen. Oh Mann, ey. Lauf schnell zu Otto. Okay. Ich versuche Hilfe zu holen. Er musste die Tür natürlich erst aufmachen. Bitte warten. Warten wählst du aus, indem du unten auf dem Steuerkreuz gedrückt hältst. Um eine Granate zu werfen, schwinge das Nunchuck nach unten. Schwinge das Nunchuck nach oben, eine Granate über den Boden zu rollen. Ja, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Aber okay. Was soll's. Also nicht nur das Granatenwerfen an sich, sondern es wird... Also hier von der Fernbedienung her, sondern es würde auch keinen Sinn machen hier im Dojo, weil es einfach sehr oft Nahkampf
basiert ist. Wenn wir dann unserem Gegner eine Granate in die Fresse werfen, haben wir eine ziemlich große Chance, dass wir uns damit selber treffen. Mann, ey, jetzt lass mich doch ausweichen, Mann. Lässt er mich bitte ausweichen? Ja. Ich meine, da ist es okay, weil er dann von der entgegengesetzten Richtung schwingt. Aber da, wo er von oben nach unten schwingt, verstehe ich es dann manchmal nicht, warum ich da nicht ausweichen darf. Okay, let's go. Alter. Holy shit. Au. Okay, alles klar. Weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber... hab einfach auf meine Tastatur gekloppt. Während ich versucht habe, hier die Tür aufzumachen. Aber ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich habe hier eine relativ okaye... Ah Mann, Steuerung ausgewählt. Die eigentlich funktioniert hat, aber jetzt funktioniert sie nicht mehr so gut. Sie wird einfach... Ich muss einfach viel zu stark schwingen, damit etwas angenommen wird. Au, jetzt kann ich mich schon wieder nicht wegbewegen. Mann! Diese scheiß unsichtbaren Wände. Ja, und er schaut jetzt nur zu, oder was? Hä? Was zum Teufel? Was war das denn gerade? Ich dachte, jetzt kommen so die Wände. Oh, das war nur Show. Der arbeitet für die Komori. Danke, aber nee. Ich wusste doch, dass diese Schlange Tokai sich durch nichts aufhalten lassen würde. Jetzt hat er sich mit den Komori verbündet, diesem Abschaum. Ich dachte, ich hätte den letzten von ihnen enthauptet. Das Katanagiri, es ist in der Zuflucht. Lauf dorthin, ich muss nach Mariko sehen. Und jetzt los! Naja, eine Gruppe kann sich immer neu bilden. Nicht so, als könnte man eine Gruppe auslöschen, die quasi auf einem Glaubensbekenntnis basiert. Vielleicht die Nachfolger von denen. Von den ursprünglichen... Ja, nimm mal die Knarre raus. Von den ursprünglichen Gründern kann man auslöschen. Aber... Wenn die tatsächlich daran glauben, an... beziehungsweise in dem, was sie tun... Überzeugung finden. Es ist dann schwer, die Gruppe auszulöschen, oder? Au. Zum Glück sind wir ihm gefolgt und haben da die Weste gefunden. Ach, da unten ist er. Da sind noch zwei. Mindestens zwei. So, runter mit dem Scheiß. Ich finde es auch irgendwie... Oh, shit. Ich finde diese Focus Time irgendwie auch ein bisschen OP. Weil, ja... Du kannst Gegner quasi one-shotten direkt. Ohne wirklich viel Risiko zu haben. Okay. Weiß nicht, was er da macht. Kann auch nicht entwaffnen oder so, aber... Pff. Na gut. Ja, was ist das? Was zum... Was
zum Teufel? Ah, boah, Alter. Okay, nice. Hä, was ist das? Was ist das für ein komischer Bug? Und ich kann ihn noch nicht mal mit dem Katana killen. Er wird auch nicht als Gegner angesehen. Was? Was ist das? Sehr, sehr komisch, aber okay. Gehen wir weiter. Mann, ey, wie dämlich. Wir haben nur 3 von 4... Ja, okay, was heißt nur? Wir haben 3 von 4 Schülern gerettet. Alles klar, okay. Und das Dojo steht, wie befürchtet, komplett in Flammen. Oh, okay, ja gut. Ich wollte ihn gerade zum Aufgeben bringen, aber dann dachte ich mir so, stimmt, ich habe ja einfach nur auf ihn geschossen und nicht auf seine Waffe. Aber gut, scheiß drauf. Alter. Machen wir so. Und wo ist der Rest? Ja, wir können hier schon durch. Ja, okay. Stumpfes Trumpf dieses Mal, alles klar. Einfach richtig fett draufböllern. Und wo müssen wir her? Muss ich überhaupt hier runter? Ja, da können wir auf jeden Fall nicht lang. Wo muss ich lang? Kann hier nirgendwo weiter. Oder? Da kann ich nicht lang. Kann auch nicht mehr nach oben. Au. Nein, da geht's auch nicht lang. Was ist das jetzt hier? Durfte ich hier überhaupt runter? Oder ist das jetzt... Habe ich mich jetzt quasi gesoftlockt? Ich würde mal sagen, ich gehe mal durch die Flammen wieder nach oben. Machen wir so. Alter, ey. Okay. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt hier oben vielleicht ein Weg. Ja, hier immer noch lang, aber... Okay, okay, hier gibt es eine Falltür. Alles klar. Sehr gut. Mal endlich einen Weg gefunden. Die Scheiße dauert jetzt echt viel länger als gedacht. Aber gut, Leute. Ich glaube tatsächlich, wir nähern uns dem Finale des Let's Plays. Also würde ich sagen, im nächsten Part... Ich muss das nochmal unterteilen, sonst wird der Part viel zu lang. Ich meine, wenn hier jetzt wirklich das Finale stattfindet, kommen danach natürlich auch noch die Credits. Und ich muss dann auch noch meine Meinung zum Spiel abgeben. Also... Ja. Sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann begeben wir uns im nächsten Part wahrscheinlich ins Finale. Glaube sogar gegen Ryuichi. Bis demnächst und ciao.